Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei Assassin's Creed 4 Black Flag mit dem Daniel. Wir haben ja dieses Fort hier schon eingenommen und werden jetzt nochmal eben kurz aufmunitionieren. Ich glaube, wir brauchen direkt nochmal ein bisschen Mörsermunition. Kauf hin, Munition. Mörsergeschosse. Einmal füllen bitte, danke. So, relativ problemlos. Dann werden wir kurz hier diese Marineaufträge annehmen. Seide auf. Schon wieder Seide auf dem Wasser? Hatten wir das nicht schon letztes Mal? Oder vertue ich mich da gerade? Nein, immer. Seid gegrüßt, Freibeuter. Mich erreichte die Nachricht, dass eine höchst illegale Fracht den Ozean überquert. Finde diese Fracht und ich sorge dafür, dass sie auf sichere Art beseitigt wird. Unterzeichnet Milo van der Graaf. Immer noch? Oh, schon wieder? Beute dem Händler? Was? Okay, das war. Das war simpel. Muss ich jetzt einfach nur 30 Stoff aufgeben, oder was? Was geht? Alles klar. Komisch. Aber warum auch nicht? So, was machen wir denn heute? Was machen wir heute? Eigentlich könnten wir mit dem Hauptauftrag mal weitermachen. Ja, das könnten wir. Machen wir mal kurz eine Schnellreise. Und dann segeln wir direkt weiter. So. Kurs setzen eben. Da haben es nur an diesem Zweierfort vorbei. So, etwas über 5 Kilometer. Hier nicht schief. Einzige, was mich wirklich stört bei der Jackdaw, ist, dass hinten die Fenster vernagelt sind. Nicht doof. Mal gucken. Haben wir da Fregatten? Noch eine Fregatte. Schoner. Naja, solange sie mich in Ruhe lassen, dann ist ja noch kein Sperrgebiet. Aber die beiden lassen mich auch in Ruhe. Dann immer schön die Schiffbrüchigen retten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie schon so eine moralische Verpflichtung. Und ich sehe gerade, wenn ihr hier rechts guckt, seht ihr Möwen über einem Fischgrund. Das finde ich mal ein sehr, sehr schickes Detail. Wenn man mal nicht unbedingt auf die Karte guckt. Finde ich gut. Ja, da haben wir noch ein Animus-Fragment. Was ich mir jetzt auch noch mal eben holen werde. Wenn ich jetzt nicht auf Grund laufe. Ah, geschafft, wunderbar. So, ein bisschen schwimmen, aber passt schon. Da. Also da wäre so ein kleines Beiboot auch noch mal nett. Weil ich kann echt schlecht einschätzen, den Tiefgang von der Jackdaw, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Wow. Das sah jetzt mal leicht krass aus. So, Fragment eingesammelt und zurück an Bord. Bei dem Dreckswetter. Zum Glück sind hier keine Strömungen simuliert. Wäre noch schöner. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt rausschwimmen. Ist da hinten Blitz ins Schiff eingeschlagen? Ernsthaft? Das geht hier auch? Ach du Scheiße. Muss ich auf die Jackdaw echt aufpassen. So ein Rotz. So. Und Haken hinterher. Schönen Rückenwind. Und nicht so schlimm Wellengang momentan. Kurz gucken. Segeln wir hier rum. Könnt ihr natürlich auch mal versuchen, direkt das Zweierfort da auszunehmen.
mit meinen Mörsern. Wenn ich eh gerade mal da dran vorbeisegel. Weil das schon mutig ist, finde ich. Aber ich kann die Jackdaw halt auch so von der... Oh Gott. Auch so von der Waffenleistung noch nicht einschätzen. Und nachladen. Momentan verteilen wir hier noch gut. Bums. Und wir halten hier auch noch gut durch. Der ist platt. So, und... Sind meine Mörser oder sind meine Mörser? Oh, nochmal. Schönes Ding. Oh, nochmal. Das liegt ja auch genau. Das ist ja cool. Das ist ja eine richtige Insel. Ja. Ganz schön viele Geschütze. Verdammt. Na, komm, nachladen. Bums, weg. Nehmen wir das kleine Brötchen hier mit. Alles einebnen. Alles einebnen. So. Das läuft gut. Braucht halt nur volle Mörserbatterien. Auch mit dem, nee, mit einem Kettenschuss kommen wir da, glaube ich, nicht so ran, ne? Gott. Und weg. Ich habe doch noch Mörserschüsse. So, ziemlich gelitten die Jackdaw momentan, aber... Kein Problem. Kleine Drecksbötchen, da wird auch mal eben schnell eingestampft. Oh, was ein Lacker. Ja, und... Dachte, da käme jetzt noch ein Schiff. Dann hätte ich aber leichte Probleme gekriegt. Und schnell durch. Schnell durch. Sehr gut. So, jetzt nur noch ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell durch. Schnell durch. Und abbremsen. Und noch zwei Schuss aus dem Mörser. Yes! Sehr schön, sehr schön. Puh. Das war ein harter Kampf. Aber wenn wir das jetzt absichern, dann haben wir schon mal eine gute Sicherung hier. Mit dem Vor. Ah, nur natürlich ein bisschen gegen Wind segeln, um ranzukommen. Aber kein Problem. Die sind zäh, die sind richtig zäh, die Dinger. Hier können wir direkt noch ein Schiff brüchigen. Oh, er kann sich direkt mal nützlich machen hier. Und... Einmal andocken? Jawohl. Geht doch. Irgendwie sehe ich noch keine Gegner. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Wow. So ein bisschen sehr hoch. So. Und Aufzug.
Was haben wir denn hier? Na, gucken wir mal. Schatzkiste haben wir da. Gott, wie komme ich denn hier hoch? Ah, hier sieht es gut aus. Okay. Immer nach Säcken Ausschau halten. Drei? Hab ich dich. Oh. Alter. Hihi. So, komm her. Und Schlitz, 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 Schlitz. Wunderbar. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Jetzt die Frage, wie komme ich... Komme ich hier dran? Dann nehmen wir das Fragment hier nämlich direkt mal mit, wo ich es gerade mal sehe. Er ist tot. Tot. Tot, meine Güte. It's the rock bottom. Und... das war ein... krasser Abgang. Habe ich den richtigen? Nein. Ah. Und jetzt aber. Ey. Jetzt aber. Komm, 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 komm. Ausgezeichnet. Jetzt gehen wir direkt hoch. Und wenn ich da hochkomme, komme ich nicht. Schade. Ah, hier. Alles klar. Komm. Hoch, hoch, hoch. Ach, das ist ein britisches Fort, ausnahmsweise mal. Deswegen war da wahrscheinlich auch so gut befestigt. So, wir sind jetzt hier... ach, da oben. Na, komm. Nicht spinnen hier. Fragment gesammelt. Dann haben wir hier noch irgendwo... oh Gott, überall... Scharfschützen hier. Ich habe keine Munition mehr. Yes! So, jetzt müssen wir den Kriegsraum erreichen. Aber ich glaube, vorher werde ich mal... mal hier hochgehen, weil ich... ich denke, hier wird der die Schatztruhe noch sein. Oh Gott. Knallt es ja überall noch. Ich glaube, es knallt. Noch eine Etage höher? Oder da drin? Ne, direkt oben drauf. Tolle Wurst. Ja. Gucken, ob wir irgendwo... da ist zum Glück ein Haufen Stroh. Und warum trägt denn der eine Maske? Kriegsraum ist da unten? Ha, sie haben schon alle kapituliert. Briten. Typisch Briten. So. Tür öffnen. Und... muhahaha. This is my four. For the Black Flag. Yay. Jetzt wäre das halt wirklich nur cool, wenn man das restaurieren könnte. Aha. Okay, was ist denn das? Ein legendäres Schiff. Glaub, da werde ich noch nicht hingehen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. So, wir haben noch eine Insel fast eingenommen. Also, was heißt Insel? Wir haben ein Fort eingenommen, aber dadurch diesen Durchgang hier gesichert. Und das ist sehr cool. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ich schalte dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.